Ja, Leute, Tag auch. Und da sind wir wieder mit dem dritten Türchen des Amiga Adventskalenders. Hier seht ihr noch Amiga-DOS. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Ah, da geht's los. The Only Quality Group on Amiga Tarkus Team presents. Wer hat's gelesen? Da stand doch was noch von Braunschweig. Habt ihr das gesehen? 3300 Braunschweig. Kann man die Jungs anschreiben? Könnt ihr mal ausprobieren, ob das noch passt mit den alten Postleitzahlen? Yeah! Und viele Leute, die ein ähnliches Alter haben wie ich, kennen die Musik vielleicht noch aus der Zeichentrickserie. DuckTales The Quest for Gold Version 1.0 Copyright The Walt Disney Company. Und ich habe das Spiel extra nicht vorgespielt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist so der Hammer gewesen. Das will ich jetzt live das erste Mal wieder mit euch zusammen hier anspielen. Ich hoffe, dass das mit den Joysticks und alles so einigermaßen klappt. Und ja, da ist Onkel Dagobert und mal schauen, was passiert. Ja, und der gute Mac Money sagt, ist überhaupt nicht einverstanden, dass er die zweitreichste Ente der Welt ist. Und Dagobert sagt da daraufhin, nö, kannst mich mal. Und da gibt es wohl einen Award, nämlich The Duck of the Year, und den kriegt derjenige, der die nächsten 30 Tagen am meisten Geld einnimmt. Und ja, da könnt ihr ja fast mal raten, was wir die nächsten 30 Tage zu tun haben, nämlich massig Geld zu scheffeln. So, Choose Difficulty, da würde ich sagen, wir sind hier auf Standard Wages. Gucken, ob das klappt. Na, komisch, dass der Donald da gerade die Geldscheine in der Hand hatte. Also eigentlich war das ja immer die Ente, die pleite war. Aber ich glaube, das ist hier rein nur Formsache und... Ja, ich hoffe, gleich geht's los hier. Wir haben ja nicht viel Zeit. Und das Spiel hatte wirklich immer lange Ladezeiten. Da erinnere ich mich so teilweise noch selber dran, dass man da locker mal aufs Klo gehen konnte zwischendurch. Oder andere Sachen. Und so ähnlich sieht das Ganze jetzt leider auch aus. Die Floppies sind gerade am Burnen. Da wird geladen, was das Zeug hat. Und ich glaube, hier geht's los. Ja. Ich glaube, ich kann hier irgendwas auswählen. Mal gucken. Control Center. Yeah. Eine Weltkarte. Und da muss das Spiel wieder laden. Eieiei. Das hat natürlich Ladezeiten hier. Oh Mann. So. Und jetzt muss ich hier einen Code eingeben. Das ist natürlich VZBP. Dum, dam, dum, 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 dam. Okay, und jetzt sind wir im Office. Und jetzt können wir uns hier eine Mission aussuchen. Was wir spielen wollen. Ich würde sagen, was haben wir denn hier in Europa? What's the Matterhorn? Okay. Was ist hier bei England? Monte Dumas. Ich würde mal sagen, Monte Dumas klingt gut. Den nehmen wir. Wenn man den überhaupt auswählen kann. Okay, Forbidden Peaks loom over this land of storybook villages once threatened by the Count of Monte Dumas Revenge. Treasure ist die sogenannte Iron Mask, die eiserne Maske. Und 3000 bringt das Ganze und 2 Tage Travel Time. Das machen wir doch. Habe ich jetzt habe ich, glaube ich, gesagt, dass wir das nicht machen wollen. Oh Mann. Und die Bedienung ist ähnlich schlecht wie bei fast allen Amiga-Spielen, die ihr kennt. Also nochmal. Ah, hier, ich muss das Flugzeug auswählen. Und jetzt geht's wohl gleich los. Genau, und da ist schon Quack, der Bruchpilot, ready to hit the skies, Mr. McD. Und der hat auch gerade gesprochen. Also Sprachausgabe war auch schon teilweise bei Amiga-Spielen der Fall. Allerdings musste natürlich dann dafür wieder eine halbe Stunde geladen werden. Ja, und wann geht's denn los endlich mal? Ich kann mich noch erinnern, dass man zu den Einsätzen fliegen musste mit dem Flugzeug. Und dann hat ein... Oh je. Das muss ich jetzt machen. Oh! Okay. Und Vollspeed. Wie lande ich denn nachher? Das sollte ich vielleicht mal wissen. Oh, shit, was ist das denn? Oh, ein Kühlschrank! Oh, Mann. Ein Klavier?
Oh! Shit, 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 shit! Was ist denn hier los? Oh Gott, was war denn das? Das war jetzt nicht so erfolgreich. Wir sind leider nicht zum Ziel gekommen. Ja, das war Quack, der Bruchpilot. Ich glaube, das war jetzt richtig schlecht, was wir gemacht haben. 2 Tage dauert es leider, um den Flugzeug zu reparieren, sagt Daniel Düsentrieb. Eieiei. Search Direction of Treasure. Sorry to report. $12 haben wir verloren. Das ist relativ günstig. Abgestürzten $12 verloren. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Kommen wir wieder zur Übersichtskarte. Okay. Die Jungs haben im schlauen Buch nachgeguckt. Und vielleicht können wir noch einen kurzen Blick erhaschen. Ich weiß nicht, was die Zeit sagt. Es ist ja so, 5 Minuten wird gespielt. Allerdings sind da ein bisschen die Ladezeit mit abgezogen. Also keine Ahnung, wann hier wieder der berühmte Ton kommt. Okay, und ich muss hier hoch. Jawohl, und ich muss die Diamanten einsammeln, offenbar. Die nehmen wir natürlich mit. Und da oben sieht es so aus, als ob da fiese Bären drin wären. Uiuiuiui. Oh Gott. Und Leute, da hört ihr es, es ist leider vorbei. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie gesagt, Daumen nach oben. Wenn ihr sagt, totale Grütze, lasst den Düsentrieb daheim, dann einfach Daumen nach unten, ne? Und ja, ich komme noch hoch. Alles klar, das war's, danke. Ciao.